So, grüßt euch liebe Leute. Ich sitze hier der Maiden Flight vom neuen Grabner GR18 in Verbindung eben mit dem Bocksteif Cobra 2208 Motoren. Jetzt wird zum Testen nur 3S Akku. Angesteuert wird er von der MX-12 von Grabner. Und jetzt schauen wir mal und testen wir das einmal, ob der Kreisel wirklich einen guten Job macht und den Kopter sauber stabilisiert. Also wir werden zuerst den stabilisierten Modus probieren. Wie man sieht, er regelt auf alle Achsen sauber aus, ohne jetzt großartig an Höhe zu verlieren. Also ich muss kaum Gas nachregeln. Und ich schnalze jetzt eben mit dem Knüppel hin und her. Und der ist also schon relativ agil und regelt das sauber wieder nach. Also 45 Grad sind jetzt gerade das Maximum eben an Drehwinkel, was wir haben auf der Gear. Ja, auf der Gearachse natürlich nicht, auf der Roll- und auf der Pitchachse. Und ja, schaut relativ gut aus. Also relativ flink auch. So, jetzt nun werden wir den manuellen Modus testen. Wird hier eben sämtliche Stabilisierungen aus und bewegt sich nur im Race bzw. im Manual Mode. Und ich finde, es hat auch trotzdem ein sehr sauberes Flugbild. Das sind jetzt alles komplette Kreisel, die Standardeinstellungen des Kreisels. Aber ich finde, für den ersten Test nicht schlecht.